Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video in der Schritt-für-Schritt-Reihe rund um die PlayStation 5. Wir sind jetzt im dritten Video. Wir haben uns im ersten das Hauptmenü hier angeguckt mit dem Karteireiter Spiele. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Videos benennen werde. Bei Medien waren wir auch schon drin im zweiten Video. Und jetzt können wir hier rüber gehen auf Einstellungen. Wir wollen mit Einstellungen, mit Profil werden wir anfangen, denke ich mal. Einstellungen kommt dann danach. Suche brauche ich jetzt nicht extra nochmal machen. Das habe ich im Hauptmenü Video 1 schon mal erklärt. Aber hier hochklicken ist halt auch immer ein bisschen umständlich. Leichter ist es, wenn ihr hier seid, einfach im Hauptmenü und dann Dreieck drückt und dann einfach rüber drückt. So. Und dann drücken wir X und dann sind wir im. Öffnet sich hier so eine kleine Karteikarte und da haben wir jetzt unser Menü rund um unser Profil. Oben steht jetzt natürlich mein Name, Odins Test. PlayStation Plus Icon ist da, weil ich PlayStation Plus Mitglied bin. Dann haben wir den Status. Status ist jetzt auf beschäftigt, den können wir auch auf online machen oder auf als offline anzeigen. Ja, dann sehen eure Freunde halt nicht, dass ihr online seid, wenn ihr mal ein bisschen inkognito online sein wollt. Dann haben wir Profil. Da kommen wir zu unserem Profil mit den Karteireiterkarten Übersicht, Spiele, Freunde, geteilt, Online-Status. Ja, hier ist halt wieder nochmal der gleiche mit Online-Status, Profil bearbeiten. Ja, da kommen wir dann gleich noch dazu. Privatsphäre-Einstellung kommen wir auch noch dazu. Und oben ist auch noch so ein Wörterbuch mit Deutsch. Steht da, weil mein Profil auf Deutsch eingestellt ist. Auch wenn wir hier jetzt wieder auf Beschäftigt machen, haben wir hier ein Beschäftigungs-Icon, also diesen orangenen Kreis mit dem Minus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit Übersicht an. Bei Übersicht, da haben wir dann als erstes unsere Trophäenkarteikarte. Da können wir auch darüber direkt zu Trophäen starten. Dann kommen wir zu Trophäen. Da haben wir alle Trophäen im Überblick. Da kommen wir nachher auch wieder rein. Und hier in dieser kleinen Karteikarte sehen wir dann erhalten, habe ich insgesamt 7482 Trophäen, 68 Platin, 518 Gold, 1213 Silber und 5683 Bronze. Ich bin jetzt im Level 428. So, dann als nächstes haben wir Top-Auszeichnung. Das ist neu, das kennt ihr aus der PS4 nicht. Das ist neu dazugekommen. Ich habe eine Auszeichnung: gastfreundlich. Aufgeschlossen, freundlich. Diese Auszeichnung können andere Spieler euch geben, wenn ihr online spielt. Freunde können euch diese Auszeichnung nicht geben, sondern nur Leute, die ihr nicht in eurer Online-Sitzung, also nicht in eurem Profil gespeichert habt als Freunde. Da unten steht es dann auch nochmal zu. Du triffst Spieler, die Beiträge in Community leisten, PlayStation VR, um unsere besten Köpfe zu ermuntern, positive Einflüsse, bla bla, kannst du andere Spieler Online-Wettkampf auszeichnen. Auszeichnungen, die du erhalten hast, werden in deinem Profil angezeigt. Ja, und ich habe gastfreundlich bekommen, aufgeschlossen, offen und freundlich. Ja, es gibt natürlich noch nützlich, großzügig, effektiv, Kommunikation und teamorientiert und positiv, also guter Kumpel, positiv, ehrenhaft, respektvoll. So funktioniert's. In Online-Wettkämpfen mit zufälligen Zuteilungen, also ja, Fortnite zum Beispiel, ihr geht halt auf Team und spielt dann zufällig, also nicht mit Freunden, sondern mit zufälligen Leuten und die können euch dann beurteilen. Du kannst pro Wettkampf eine Auszeichnung verleihen, also ich könnte auch anderen Auszeichnungen verleihen und die halt mir und das geht innerhalb von 12 Stunden. So. Wie gesagt, habe ich mir noch nicht wirklich mit beschäftigt. Ist eine coole Aktion, aber habe ich mir noch nicht so wirklich mit beschäftigt. So, Spiele, da sehen wir dann alle Spiele, die ich habe. Da kommen wir dann in die Bibliothek von meinen Spielen, die ich hier gespielt habe. Da ist auch, hoppala,
Hier findet ihr nämlich auch das wieder, wenn ihr wissen wollt, wie lange ihr irgendein Spiel gespielt habt. Das gibt es bei der PS4 leider nicht. Da habe ich mir sowas nachträglich eingestellt über irgendeine Webseite war das. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Sackboy nehmen, gespielt vor einer Stunde. Ja, nicht wirklich. Ich habe es halt nur für das Video gemacht. Gesamtspielzeit 16 Stunden. Also wir haben hier immer volle Stunden, also halbe Stunden werden nicht angezeigt oder Minutenzahl, nur komplette Stunden. Ich denke mal, die werden dann ab alles, was über 30 Minuten ist, wird aufgerundet, denke ich mal. Und dann Fortschritt 41%, erhaltene Trophäen 27 von 46. Wenn wir dann hier Fortnite gucken, gespielt vor 4 Stunden, Gesamtspielzeit 196 Stunden. Und auch den Fortschritt. Und so seht ihr das halt bei allen Spielen. Und der Clou ist, das dauert jetzt zwar ein bisschen, aber ich gehe jetzt mal ziemlich weit runter. Es geht bis zu PS4 Spielen. Also, was ihr in der PS4 nicht angezeigt gehabt bekommen, wurde trotzdem aufgezeichnet. Zum Beispiel Truba Brook habe ich damals auf der PlayStation 4 mit euch Let's Played vor 2 Jahren. Insgesamt habe ich 10 Stunden gespielt. Ja, da fehlt mir auch noch ein bisschen was für Platin. Und wir können auch noch weitergehen. Dauert natürlich eine Weile. Da sind wir schon vor 3 Jahren. Vor 4 Jahren, 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, so, nee, 7 Jahre, ich hatte aber irgendwas von 8 Jahren gesehen, so. Das ist zum Beispiel, das war ein, nee doch, das ist die PS4, also bis zur PS3-Zeit geht es nicht zurück. Das ist ein Launch-Spiel von der PS4 gewesen, vor 7 Jahren, habe ich insgesamt 22 Stunden gespielt, da Platin. Und dann könnt ihr das hier alles sehen. Oh, das habe ich auch hier, Burned by Flames. 8 Stunden, ich glaube, ich habe es öfter länger gespielt, war mir so. So. Dann haben wir hier Freunde, da kommen wir dann natürlich in den Freundesbereich rein. Ja, da können wir dann alle Freunde sehen, die jetzt online sind. Und natürlich ganz unten dann die, die nicht mehr online sind. So, und hier unten haben wir den Infobereich. Den können wir auch bearbeiten. Da habe ich jetzt nur meine Kanäle drin, schaut doch mal vorbei. Und hier mit R1 und so können wir halt die Registerkarten durchgehen. So. Dann kommen wir zu Spiele. Da waren wir ja gerade drin. Also praktisch auf der ersten Seite bei Übersicht habt ihr das, was hier Spiele, Freunde, geteilt so drin ist. Nee, geteilt nicht. So, hier. Trophäen habt ihr drin. Spiele und Freunde. Trophäen ist eigentlich noch weiter hinten. Kommen wir noch anders oder zu. Und hier sind dann geteilte Inhalte. Achso, wenn ich hier zu Twitter geteilt habe oder zu Facebook hier, wo ich über Aloy die Videos gemacht habe und dann von der PlayStation direkt zu Dings geschickt habe oder die Trophäenbilder oder damals hier ich weiß jetzt wieder nicht, wie das Spiel heißt, mit den Jugendlichen auf dem Berg da, wo alle sterben. Until Dawn. Ja, da habe ich ja zu spät gesehen, dass es so eine Erschreckungsmomente gibt, die man aufzeichnen lassen kann. Hab dann halt nur 2 Videos gehabt und hab die halt zu Twitter geteilt und zu YouTube. Und die werden mir dann hier angezeigt. Archiv. Das sind Live-Übertragungen, die ich gemacht habe von der PS4 direkt. Die werden mir auch angezeigt. Und Screenshots. So. So sieht es jetzt zum Beispiel aus, wenn eine Trophäe für die PS4 kommt.
Wenn man die auf der PS5 spielt, dann öffnet sich oben so eine kleine Karteikarte und da haben wir dann ein neues Platin-Icon, denn das Symbol für die Trophäe, also was auch bei Trophäen dann angezeigt wird, wie die Platin-Trophäe aussieht, halt das Icon und wie sie heißt und unten und dann PlayStation-Logo. Genau wie hier. Ganz im Gegensatz zu, wenn wir eine Trophäe auf PS5 bekommen, auf einem PS5-Spiel bekommen. Wenn wir ein PS5-Spiel bekommen, dann haben wir einen Screenshot auch vom Spiel. Und unten haben wir dann wie so eine Welle, so ein Halbkreis. Und dann so schwarz, rechts das PlayStation-Icon, links den groß die neue, das neue Trophäen-Icon für Platin. Dann wieder, wie die Trophäe aussieht. Also die Platin-Trophäe, also jede Trophäe hat ja so ein Bild. Und wie sie heißt. Und da seht ihr das auch nochmal bei Ratchet & Clank. Da habe ich jetzt letzte Platin geholt. Und wenn wir da raufklicken, können wir das dann halt auch in groß sehen. So sieht es dann aus, wie ich euch beschrieben habe. Und gucken wir mal, können wir denn hier PS4, würde dann so aussehen. Wenn wir ein PS4-Spiel spielen und eine Trophäe bekommen. Und es ist egal, ob wir Platin, Bronze, Silber, Gold haben. Bei PS4 sieht das, also bei PS4-Spielen auf der PS5 sieht es immer so aus. Und bei PS5 spielen auf der PS5 gut, das ist nicht vorhanden, aber hier nochmal machen. Bei PS5 spielen sieht es immer so aus. Hier sieht es jetzt ein bisschen pixelig aus, in echt sieht es eigentlich nicht so pixelig aus. So. Also, Mensch, jetzt habe ich wieder verdrückt hier, Profil. Und oben natürlich seht ihr auch, was jetzt neu dazu gekommen ist, habe ich ganz vergessen. Euer PlayStation-Avatar und davor halt das Bild, was ihr euch selber machen könnt. Mit dem PlayStation-Avatar, daneben steht ja euer PSN-Name oben drüber, so wie ihr euch selber genannt habt. Ich habe meinen echten Namen natürlich nicht da drin, deswegen nur Odins Test. Dann seht ihr ein Symbol für eine PlayStation, welche PlayStation das ist halt die PS5. Bei einer PS4 würde ein PS4-Icon sein. So seht ihr das auch bei Freunden. Da zeige ich euch gleich nochmal. Aktiv auf PS5 steht auch da. Und wenn wir jetzt zu Freunden gehen, hier seht ihr zum Beispiel online auf PS4. Dann haben wir so ein PS4-Symbol. Da haben wir ein PS5-Symbol. Es gibt auch ein PS3-Symbol, aber ich glaube, es ist momentan keiner. Also bei der PS4 wird auch kein Unterschied gemacht. PS4 ist PS4. Das Icon sieht immer gleich aus. Egal, ob es Slim, Normale oder Pro ist. Aber nee, ist keiner online. So, hier Online-Status kennt ihr ja, haben wir ja eben gemacht. Dann Profil bearbeiten. Da können wir den Namen dann einstellen. Wir können auch einen zweiten Namen optional einfügen. Die Online-ID könnten wir jetzt hier auch ändern. Das ist ja neu dazugekommen, möchte ich aber nicht. Profilbild. Entschuldigung. Da können wir das Profilbild ändern oder den Avatar. Können wir uns dann auswählen. Wenn wir dann OK drücken, dann haben wir halt nur den Avatar. Ach Mensch, falsch. Entschuldigung, ich bin immer noch nicht gesund. Und beim Avatar, das ist halt der PlayStation-Avatar. Da sind jetzt hier, kann man dann halt alle durchsuchen oder hier Premium-Avatare, Action, Figuren, Kreaturen, also solches. Kämpfer ist halt wirklich, im Gegensatz zu der PS3 und PS4 ist das halt hier übersichtlicher. Ich suche aber meinen Avatar, den ich gekauft habe. Ach ja, ja, genau, die Totenköpfe. Ich habe nämlich einen Avatar. Ich wechsle ab und zu mal, wenn was Neues kommt, hier wie jetzt bei diesen Aktionen hier zum Beispiel, wo ich alle Icons gekriegt habe. Ich habe ja hier das größte. Das war vor 2 Jahren. Trophäenlevel und so. Wie viele Spiele man gespielt hat. Das gab bei Death Stranding dazu. Fortnite war gratis. Kratos war auch gratis. Müssen wir noch weiter zurück. Hier habe ich dann so eine Platin-Version von God of War bekommen, weil ich ein God of War Platin bekommen habe.
Das ist leider nicht immer so, auch Spider-Man auch so. Ratchet & Clank habe ich es jetzt zum Beispiel nicht gekriegt. Miles Morales habe ich es nicht gekriegt. Days Gone habe ich es auch nicht gekriegt. Horizon Zero Dawn habe ich auch so ein Ding gekriegt. Da hoffe ich, dass Sony da das öfters wieder macht, weil das finde ich sehr schade. Da habe ich einen extra Hintergrund gekriegt auf der PS4 und einen Avatar. Hier ist der Platin-Avatar von Horizon Zero Dawn. Der sieht mir richtig geil aus. Da guckt sie so in die Ferne und man sieht einen großen Platin, eine große Platin-Trophäe. Das finde ich saugeil. Da ist mein Avatar, Odin. Den habe ich mir damals extra gekauft. So, Titelbild. Da kann man jetzt sein Titelbild entfernen oder ändern oder fertig ändern. Können wir dann halt... Ich habe jetzt keinen Screenshot jetzt drin. Wir könnten jetzt das auswählen und den Screenshot uns anpassen. Dann können wir drehen. Wir können auch zoomen. Wir drehen. Zoomen. Kann man richtig reinzoomen. So. Position. Und dann könnte man das jetzt speichern. Ich will es natürlich nicht haben. Ich habe einen schönen Hintergrund. Fertig. Info ist jetzt die Info, wo ich euch eben gezeigt hatte mit den mit meinem YouTube-Kanal und meinem Twitch-Kanal und halt schaut doch gerne mal rein. Können wir jetzt abbrechen oder okay. Man kann ja doch verändern und was selber reinschreiben. Es ging auch mal auf der Sony-Webseite, dass man seine Info und sein Profil da bearbeiten konnte und dass man auch die Trophäen gesehen hat, aber irgendwie haben sie die Webseite vor einer Weile aktualisiert und da geht nichts mehr. Sprache haben wir Deutsch, zusätzliche Sprache, zweite Sprache haben wir auch nicht zusätzlich, bleibt alles bei Deutsch. So. Und dann kommen wir zu den Privatsphäre-Einstellungen. Da könnt ihr alles separat einstellen. Also beim Anfang, wenn ihr bei der PlayStation euer Profil erstellt habt, werdet ihr nach den Privatsphäre-Einstellungen gefragt. Da waren das. So, hier kann ich es gar nicht mehr sehen. Ja, da gibt es halt drei Möglichkeiten. Also einmal verschlossen, dass man nichts teilen will. Einmal offen für Freunde und einmal offen für fast alle. Also dass jeder dann praktisch dein Profilbild sehen kann, die Spiele, Trophäen, alle drum und dran. Und das könnt ihr aber davon abgesehen, damit ihr da so eine Grundeinstellung erstmal treffen könnt, kommt ihr dann in dieses Menü und da könnt ihr dann alles nochmal selber einstellen, wer was sehen darf, wer darf welche Spiele sehen, man kann Spiele ausblenden, wer darf euren Avatar sehen, wer darf euren Namen sehen, wer darf euch eine Anfrage stellen, wer darf eure Trophäen sehen. Ja, wer kann deine Freunde sehen? Nur Freunde können Freunde sehen. Wer darf deinen Online-Status sehen? Spielehistory. Ist alles erklärt, was ist. Da findet ihr das alles wieder, wenn ihr irgendwas blocken wollt. Oder ihr könnt halt dann auch sagen, verschlossen für alle. Dann kann keiner eure Trophäen sehen. Könnt ihr euch alles einstellen. Keine Trophäen, keine Spiele, kein Namen, kein gar nichts. Und dann, wenn ihr da ein bisschen was verstecken wollt. So, und oben seht ihr jetzt neben meinem Avatar. Also praktisch meinen neuen Avatar, meinen neuen alten Avatar. Jetzt habe ich Odin da wieder drin und dann steht Odin Ase. Das ist halt der Reiter zum Profil. Finde ich sehr schön gemacht, sehr übersichtlich. Und haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Finde ich besser als bei der PS4.
Hier kommen wir dann nochmal zu Trophäen separat, wie wir eben schon drinne waren, mit der Übersicht leider zur Seite. Das soll wohl ab dem neuen Software 2.0 so sein, dass wir wieder von oben nach unten haben, weil ich finde es so sehr unübersichtlich. Man sieht halt nur nicht den kompletten Namen der Trophäe und hier zum Beispiel muss man raufklicken erst. Also finde ich so nicht so schön sortiert. Ich finde es untereinander besser organisiert. Und wenn ihr bei Trophäen seid, dann könnt ihr dann natürlich auch hier Trophäenstatistik anzeigen. Dann habt ihr diese Karte nochmal in groß. Levelfortschritt bin ich bei 67% zum Beispiel. Da fehlt nicht mehr viel. Dann bin ich Level 429. So, Trophäenvergleich. Da können wir dann Leute aussuchen, mit wem wir Trophäen vergleichen wollen. Nehmen wir jetzt einfach mal hier. Dauert dann natürlich. Und dann da steht 0% und 17%. Also wo was hat. So, immer hier rauf. Null Prozent natürlich deswegen, weil derjenige das Spiel nicht hat. Ja, keine Trophäen, überall Striche. Bei mir sieht man Trophäen und wann ich die bekommen habe. Und so ist es auch mit Spielen, die wir beide haben. Ja, da sehe ich dann halt, wann er seine, ich meine, gekriegt habe. So. Ach Quatsch, ich wollte auch nochmal mit Trophäen, Mensch. So, Privatsphäre-Einstellungen können wir dann hier auch nochmal separat. Zum Beispiel Spielhistory. Kommen wir dann direkt dahin und können sagen, wer die Spielhistory sehen darf. Also praktisch die hier, die ihr seht, wo meine Trophäen drin sind. Oder wir können halt geheime Spiele, können halt hier Spiele verbergen. Ich habe eins verborgen aus dem US-Store, da gehe ich jetzt nicht rein. Ach Mensch. Und dann haben wir hier unten dann noch Einstellen fürs Teilen. Da können wir dann hier einstellen, wie geteilt werden soll. Also praktisch, wenn wir eine Trophäe bekommen, was passieren soll. Also wir können sagen, Screenshots, habe ich gesagt, alle Trophäen. Wir können auch sagen, wir wollen nur Platin, Gold und Silber, nur Platin, Gold, nur Platin oder gar keine. Ich möchte von allen Trophäen möchte ich einen Screenshot haben. Trophäen-Video möchte ich nur von Platin haben. Da kann man auch sagen, Platin Gold, Platin Gold Silber, alle Trophäen oder gar keine. Wie lang das Video sein soll, kann man sagen, 15 oder 30 Sekunden. Ja, und das war's. Und dann wird dann halt, wenn ihr eine Trophäe bekommt, wird dann halt ein Screenshot gemacht oder wenn es eine Platin ist, wird sogar ein Video gemacht. Und dann kann man sich das angucken. Wir können ja gleich mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Video gespeichert habe, weil ich den Speicher vor einer Weile leer gemacht habe. So, und jetzt wird halt mit dem PlayStation Network abgeglichen, also synchronisiert. So, und wenn wir mal... Ach nee, bei Speicher war es. Hier habe ich zum Beispiel ein Video, wo ich bei Ratchet & Clank Platin gemacht habe. Normalerweise dauert es nicht so lange zum Laden. Überhaupt noch vorhanden. Ein bisschen komisch, dass das Bild nicht da ist. Also so schnell geht es eigentlich auch mit Videos. Achso, ich habe vergessen. Nö. Nee.
Komischerweise, normalerweise sollte jetzt hier bei Ratchet & Clank, bei Platin, auch ein Bild mit bei sein, was nicht ist. Ich denke mal, das ist ein interner Fehler. Da kann ich euch dann leider nicht zeigen. So, bei Trophäen waren wir, dann haben wir noch Benutzer wechseln. Wenn ihr verschiedene Benutzer auf eurer PlayStation gespeichert habt oder Gastprofile, das ist jetzt von meiner Tochter. Ja, da kann man dann halt die Benutzer wechseln. Drückt man dann drauf. So, da kriege ich von mir eine Nachricht. Das habe ich extra so gemacht, dass man das sieht. So. Und wir sind jetzt praktisch in einem anderen Profil. Auch hier könnt ihr sehen, wir haben ganz andere Trophäen. Ich habe ein ganz anderes Trophäenlevel. Hier habe ich nur 10 Platin und nur 204 Trophäen. Und wir können auch wieder Benutzer wechseln und gehen hier wieder zurück. So. Und ausloggen ist halt ausloggen. Da loggen wir uns direkt aus und sind dann halt in keinem Menü, eigentlich nur so eine Art Startbildschirm oder so. Und eine PlayStation-Taste drücken. Und dann haben wir hier unsere Avatare, die wir dann auswählen können für das jeweilige Profil. Bei vielen von euch wird dieses gleich am Anfang kommen, oder? Nee. Dieses wird am Anfang kommen und da muss man ein Profil auswählen. Hier können wir dann auch auswählen, wie wir angezeigt werden wollen, beschäftigt und gehen dann gleich in das Profil rein. Als beschäftigt, wenn ihr jetzt ausloggen. So. Options-Taste, online besteht, also X für besteht in online angezeigt, sind wir gleich drin mit dem Status online. Dass ihr euch mit dem entsprechenden Status gleich anmelden könnt. Bei euch wird das vielleicht so sein, dass ihr die ganzen Avatare da seht für eure Profile und dann bestätigen müsst, erstmal in welches Profil ihr rein wollt. Unter Optionen, also Einstellungen, gibt es den in der, ich weiß jetzt nicht genau wo, bei Profile irgendwo oder PlayStation-Einstellungen, ich muss mal gucken. Kommen wir noch dazu, gibt es den Menüpunkt, dass man das einstellen kann, automatisch Login fürs letzte Profil. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Profil meine PlayStation ausmache, werde ich damit automatisch eingeloggt. Wenn ich sie nächste Mal anmache. Bin ich aber gerade in einem anderen Profil, weil ich da Testvideos gedreht habe, um zu gucken, ob es dann mit einer Hauptaccount alles läuft und so. Oder ich habe es hier schon gemacht, das Video ist versaut, dann gehe ich halt einen anderen Account und drehe nochmal das Video. Die Trophäenvideos zum Beispiel oder so. Oder Sachen, die man halt nur einmal machen kann, irgendeine Einstellungssache, die man nur immer machen kann oder so. Dann gehe ich halt in ein anderes Profil und nehme es da halt normal auf. Und wenn ich dann halt vergesse, wieder in das alte Profil zurückzugehen, also mein normales, und dann hier bleibe und die PlayStation einfach ausmache, beim nächsten Neustart, wenn ich die einfach über die PlayStation-Taste anmache oder über den Button vorne, bin ich in dem Profil drin, wo ich zuletzt war. So, das sollte jetzt eigentlich gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ein bisschen was zeigen. Soll ja eigentlich für die Leute sein, die die PS5 noch nicht haben, die sich darauf freuen, damit sie schon mit dem Menü sich so ein bisschen zurecht also vertraut machen können, wo sie was finden werden. Es gibt auch so viele Tricks für die PlayStation 5, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein separates Video machen. Für schnellen Zugriff und sowas alles. Da gibt es einige Sachen. Aber eigentlich versuche ich das meiste jetzt schon in die einzelnen Videos mit einzubinden. Wie jetzt zum Beispiel Dreieck drücken oder L1 und L2, um von Spiele zu Medien zu kommen, Dreieck, um zur Lupe zu kommen und so. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ahoi. Sagt euer Odin.